In jeder Sonntagsrede wird erzählt, wie wichtig Kinder sind. Und sie sind es ja wirklich. Ohne sie haben wir keine Zukunft. Wie wichtig sie sind, sieht man dann im Alltag. In Darmstadt-Eberstadt wird jetzt ein Bolzplatz dicht gemacht. Die Schule nebenan nutzte ihn, nachmittags die Kinder aus der Umgebung. Schon seit mehr als 20 Jahren. Dann zog da ein Nachbar hin und jetzt, nach Jahren, ist ihm aufgefallen, dass der Bolzplatz keine offizielle Baugenehmigung hat. Darauf muss man erstmal kommen. Der Ball läuft und die Kinder der Frankenstein-Grundschule in Darmstadt-Eberstadt hinterher. Noch, denn es ist ein Abschiedsspiel, das stattfindet. Bald liegt hier nur noch eine Staubwüste. Nach den Herbstferien ist es für die Kinder mit Fußballspielen vorbei. Also ich finde es sehr schade. Wir haben da halt keinen Fußballplatz mehr und wir haben ihn hier so gut benutzt. Ich finde es eigentlich schade, weil wir spielen hier schon eben sehr lange. Es ist halt doof, dann haben wir gar keinen mehr. Ein Anwohner, der sich uns gegenüber nicht äußern wollte, hat herausgefunden, dass es für den Bolzplatz nie eine offizielle Baugenehmigung gegeben hatte. Der Mann baute sein Haus vor ein paar Jahren direkt nebenan, wohl wissend, dass er neben eine Schule, einen Spielplatz und eben jenen Bolzplatz zieht. Dort ist es ihm jetzt offenbar zu laut. Er klagt. Für die Eltern der Kinder ein Schock. Denn offenbar bleibt es nicht nur bei einer Klage. Die Kinder werden fotografisch dokumentiert, die Kinder werden beobachtet, die Kinder werden direkt persönlich von den Initiatoren angegangen. Das heißt, sie werden beschimpft, sie werden mit Schimpfwörtern belegt. Da es ja auch keine Alternative in der Nähe gibt im Viertel, fände ich es einfach sehr, sehr traurig, wenn das nicht mehr möglich wäre für die Kinder. Der Bolzplatz existiert seit rund 15 Jahren. Vormittags wird er von Grundschulkindern genutzt, nachmittags dürfen hier alle Kinder spielen. Für ihn zuständig ist die Stadt Darmstadt. Dort will man sich zu der Angelegenheit ebenfalls nicht äußern, verweist auf das schwebende Verfahren. Für Elternsprecherin Isabel Dortmund ist klar, keine Baugenehmigung, das war ein Fehler der Stadt. Zusammen mit Schulrektor Martin Henninger will sie jetzt für den Bolzplatz kämpfen. Natürlich sind hier, sag mal, die Verschulden viele, viele Jahre vorher zu sehen. Nichtsdestotrotz, es ist etwas, was gewachsen ist. Es gibt so etwas wie Gewohnheit und sowas einfach den Kindern zu entziehen. Wir haben hier ganz viele Neubaugebiete und diese Kinder kommen erst in die Schule. Und es gibt hier in naher Umgegend keinen Fußballplatz, den die Kinder nutzen können. Deshalb wollen die Stadt, die Grundschule und die Eltern zusammen eine andere Lösung suchen. Doch es ist unwahrscheinlich, dass die bis zum Schulbeginn nach den Herbstferien gefunden ist.